Ein Hebel? House of Needles. Wie treffend. Hier ist nichts, was wir zerhauen könnten. Da hinten habe ich einen Wag gesehen. Das heißt definitiv erstmal zurückziehen. Und hoffen, dass er alleine kommt. Und ich höre es donnern. Okay, der Wag, der verarscht uns gerade. Jetzt hat er uns entdeckt. Wow. Genau, stirb einfach. Er haut einfach ab. Der Feigling flieht. So. Ein Wagstick. Jetzt muss ich gegen die im Dunkeln kämpfen. Oh, hier haben wir den echten Hamlet-Zugang wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich frage mich, ob es bei diesem Wagen nicht einfach besser ist, stehen zu bleiben. Damit sie einen ganz normal angreifen. Und nicht mit diesen Special-Angriffen. Druckplatten, was ist das? Crystal Mines, Kristallminen. Und hier hinten gibt es noch ein Gebiet. Breitkopfpfeile, jetzt hast du aber mal langsam genug Pfeile und ein Goldschlüssel. Hey, ein Goldschlüssel. Ups, der Pilz war falsch, der geht an dich. Oh, du hast schon wieder 21 und du hast Hunger. Ja, stimmt, du hattest schon vor dem... ich habe ja neu geladen, deswegen hast du Hunger. So, das heißt, der letzte Wag müsste irgendwo noch da um die Ecke sich verbergen. Hoffe ich mal, dass ich den auch noch loswerde. House of Braids. Was? Haus der Braut... Bräut? Ja, also ich bereute... dem Sinne. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Gut, ich bleibe einfach mal stehen und guck, was passiert. Nein, stehen bleiben keine gute Idee. Wow. Wow, 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 wow. Geh weg. Ja, genau. Ja. Aua. Wieder wegrennen, wieder beleben. Keine XP vertun. Ja. Ich muss mich wirklich hier... Das Gebiet ist sau schwer. Muss ich mich wirklich vorsichtig vortasten. Gib ihm mal einen Steak ab. Dann warten wir kurz, bis der blaue Kristall wieder tut. Hoffentlich. Sewer Exit. Ja, genau. Ja, um die Sewers werden wir wahrscheinlich auch nicht drumherum kommen irgendwann mal. Wobei ich mir gerade schon fast vorstellen kann, dass die Sewers angenehmer sind als die, als der Hamlet. So. Weg mit dir, her mit dem Fleisch.
Uns fehlt mal wieder ein Pfeil. Ja, ich höre den Kristall. Da hab. Ah, da kommen wir in den Hub rein. Also die zu dem Teleporter-Ding. So. So Access. Und wieder Mana-Pflanze. Und ich habe auf jeden Fall noch so einen Hund gehört. Und einen Ogre. Orb of was? Throwing Weapon. Was auch immer. Genau, da ist unser Wag. Und ich habe einen zweiten gehört. Das heißt, ich renne. Ah. Ich weiß noch nicht, wo ich hin ich renne. Wow. Einfach rückwärts und hoffen, dass nichts passiert. Wow. Ja, wenn sie hintereinander stehen, geht's gerade so. Wa? Aber nicht, wenn einer aus der Gruppe verletzt ist. Wo geht's ins Wasser? Wow. Nummer 1 ist weg. Jetzt müssen wir doch Nummer 2 töten. Au. Wow, Nummer 2 haben wir auch noch erledigen können. So, du bist verletzt. Das heißt, es gibt mal wieder... Also erstmal trinkst du einen Mana-Trank. Dann gibt es erstmal wieder Heiltränke für alle. So. 3-3 dürfte reichen. Ja, du kannst mal hier bleiben. Der Sack ist doch voll mit Essen. Dann packen wir mal hier wieder Essen rein. So. Haben wir ja wieder gutes Stück Essen. So, du kriegst deinen... Ach nee, halt. Du brauchst dir noch 2 Badertränke. Und nimmst deinen Orb wieder. Gut. Pfeile, Essen... Ja, nicht gerade das Essen, was ich mir vorgestellt habe, weil das viel schwieriger zu kriegen ist. Aber es ist wenigstens Essen. So. Da hinten habe ich noch zum Umgucken und dann halt da. Und dann halt die ganzen Häuser abgehen. Und den Sur. Crystal Mines. Dem Braten traue ich doch fast schon irgendwie nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier irgendwo sich ein Ogre rumtreibt. Hier war das House of Waits. Und hier ist einfach nur ein Durchgang. Der Ogre müsste hier irgendwo gestampft haben. Okay, der ist auf der anderen Seite. Der ist in diesem Tempelbereich hier drin. Okay, und hier gibt's noch rein. Hallo. Wenn ich das so sagen darf, du sahst etwas komisch aus. Oh, das ist mal wieder ein Schrein. Und ja, ich sehe da hinten den Schatten des Ogers. Also... Ohne Wenn und Aber wird hier jetzt erstmal wieder gespeichert. Dass ich nicht ständig zurücklaufen muss. LP 055.
Und ja, das muss der Schlüssel für den Hub sein. Und Munition für dich. Ist dadurch irgendwas gespawnt hier? Nein. Okay, wir haben schon mal 3 von den Kristallen. Das heißt, es fehlt noch ein 4. Den kriegen wir ja dort hinten. Im Haus der 1000 Nadeln. Aber ich glaube, ich gucke mir zuerst mal das Haus der Of Brights an. Okay. Ach, das ist so ein Rätsel. Das ist fies. Das heißt, wenn ich jetzt da lang gehe, ja, Eisenschlüssel, neues Licht, da geht hier auf. Da kann ich noch hintreten. Da müsste ja hier aufgehen. Da, ja. Hehehehe. Scheiße, ich habe mich verbaut, oder? Ja, ich habe mich verbaut. Okay. Dann finden wir jetzt mal auf schmerzhafte Weise heraus, was unter uns ist. Weil das ist dieses typische Rätsel. Wenn ich auf eine Platte trete, auf eine Falltüre, gehen die anderen drumherum zu. Wo bin ich? Reservoir Access. Hi, Jungs. Schön, euch hier zu haben. Ihr könnt zum Glück ziemlich wenig. Deswegen kann ich euch einfach töten. Ihr seid also nicht mehr ganz so schlimm, wie ihr früher mal wart. So. Du trinkst einen Trank und isst was. Reservoir Access. Nehmen wir an, dafür brauchen wir den Schlüssel. Shortcut. Hier unten ist auf jeden Fall auch noch so ein Kristall. Sur Exif South. Okay. Ich glaube, der neue Plan ist, wir gucken kurz erst einmal die Sewers an. Ne, Licht ist noch an. Ah. Eine Karte, eine Zettel. Enter at your own risk. Okay. Ich gehe mal die Sewer-Exit hoch. In der Hoffnung, dass ich bei einem Ogre rauskomme. Wow. Das war scheiße. Ich bin tot. Okay. Ich komme gegen den so nicht an. Der wird mir jetzt gleich den zweiten Nahkämpfer mit 2 Schlägen wegbrezeln und dann war's das. Nee, nee. Was für Alternativen habe ich?